Yo, was geht, meine Freunde? Willkommen zum ersten wirklich, 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 also wirklich, Leute, wirklich, wirklich spannenden Let's Play. Das gute Spiel, das heißt Visage, ich weiß es nicht. Nennen wir es Visage, Französisch, so wie mein Baguette. Und leider, Leute, hey, das Game ist echt schlimm. Und ich muss es allein spielen, der Sinix ist doch nicht da. Sad Square Studio präsentiert. Und ein herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu diesem neuen, wirklich richtig krassen Game auf meinem Kanal Visage. Leute, ich bin richtig gehypt. Der gute Senix hier an meiner linken Seite, der ist auch richtig gehypt. Ihr seht es schon an seinem Gesichtsausdruck. Krasser Stoff. Krasser Stoff. Krasser richtig Stoff. Krasser, krasser Stoff. Stoff. Und Leute, ich habe schon einiges über das Game gehört. Ich habe schon nicht viel gesehen. Ein paar Intros habe ich mal gesehen, ein paar Demos habe ich mal kurz reingeguckt und es wird ja einiges auf uns zukommen, das könnt ihr mal glauben. Das Intro verrät ja schon einiges.
Wir wissen nicht, noch nicht, um was es geht. Wir haben einen Trailer gesehen. Kurz bevor wir das Spiel im Steam heruntergeladen haben. Oh. Hast du das gehört? Ja. Und wie wir... Jetzt haben wir gerade soeben gesehen, dass dieser Typ eine Frau und war das ein Junge? Ich glaube, ein Junge war das gewesen, ja. Noch ein Kind gekillt hat. Und sich selber auch noch dann am Ende. Und sich selber auch noch, ja. Die Frage ist natürlich, sind wir das jetzt gewesen, weil wir sind ja danach aufgewacht. Es wird sich einiges klären im Verlauf des Spiels, kann ich mir vorstellen. Okay, aber nicht diesen Rahmen, das sieht so unheimlich aus, so wie so ein Sarg oder so. Hast du das gehört gerade? Also ich gehe jetzt einfach mal so vor, Leute, dass ich anfange. Telefon. Dass ich das Haus mal ein bisschen erkunde. Hat sie jetzt ernsthaft gesagt, sie hat sie nicht gesehen, dass sie rausgegangen ist? Gell, also was ist denn das für eine Nachbarin, die 3 Wochen lang nichts Besseres zu tun hat, als zu gucken, findest ob wir aus dem Haus rausgehen? Ist das Schlimme, dass jemand wahrscheinlich stalkt? Das ist wahrscheinlich die Schlimmste. Das ist der schlimmste Horror, die Nachbarin. Ich glaube, ich gehe jetzt trotzdem in den Raum da oben mal rein. Mal rein. Ah, okay, man kann die Tür aufmachen, indem man die Maus so ein bisschen bewegt, links und rechts. Vielleicht, ihr seht das vielleicht nicht so wirklich, aber genau so. Es funktioniert auch nicht so wirklich. Das Game ist übrigens noch in der Early Access für die Leute, die es interessiert. Also wundert euch nicht, wenn wir manchmal ein bisschen mit Bugs vielleicht konfrontiert werden. In diesem Zimmer werden die Gegenstände aufbewahrt, die deinen Fortschritt im Spiel aufzeigen. Diese Gegenstände werden auf unterschiedliche Art und Weise gesammelt, darunter auch am Ende eines Kapitels. Sobald du sie eingesammelt hast, werden sie automatisch im Fortschrittsraum angezeigt. Wie ihr seht, meine Freunde, ich habe meine Leseskills ein klein wenig trainiert. Ich habe die ganze letzte Woche nichts Besseres zu tun gehabt, als Zeitung zu lesen, damit ich euch heute hier die möglichst beste Show liefern kann. Oh yeah. Ihr müsst ihn entschuldigen, wir haben viel Kaffee getrunken, es ist 12 Uhr abends. Die Angst. Die Angst ist auf jeden Fall da. Also dann ist das hier so eine Art Fortschrittsraum, hä? Okay, also der, ein sicherer Raum? Ist ja. Ein sicherer Raum? Sicherraum, hä? Also das ist Sicherungsraum. Sicherungsraum. Also... Was hat das, ein Schalter? Guck mal da. Na klar. Scheint kaputt zu sein. Boah, diese Statue erschreckt mich immer, Mann. Ja, vor allem, wenn man sich so umdreht. Ist das hier eine Tür, gell? Ja, da bist du reingekommen. Nein, so ein Quatsch, nein. Ich bin von da reingekommen. Okay. Es ist mega krass, wie man die Schritte nur schon in den Ohren hört. Ja. Ja, du hast das auch einfach extrem laut gemacht, Mann. Das ist auch gut so. Fangen wir mal ein bisschen an, unser Heim hier zu erkunden. Viele offene Fragen. Hast du das Klopfen gehört? Ich hab's gehört, ja. Es regnet draußen. Oh Leute, ich sag euch die Atmosphäre. Oh, was für ein schönes Bild. Schau mal aus dem Fenster. Interagieren. Ah, ich kann auf und zu machen. Nee, mach lieber. Oh, diese. Hast du das gehört? Dieses Geräusch. Das Ding nur so ein Geräusch am Boden. Schau mal, wie viele. Sind das Dosen? Alles Bierflaschen. Bierdosen, ja. Aschenbecher. Also Bieralkoholiker. Bieralkoholiker. Algebierer. Kettenbierer. Rauchbierer. Wir haben aber auch jetzt noch keine Anhaltspunkte, was. Kannst du durch die Tür? Es klemmt. Natürlich. Natürlich klemmt die Tür. Man kann ja nicht einfach mal einen Kick dagegen geben. Versuch mal ein bisschen diesen Rahmen zu erkunden, vielleicht. Kennst du diese Box von SpongeBob? Mit der Schnur? Meine Geheimnisse.
Ich glaube, da ist jemand im Haus. Meinst du? Da Lichtschatten, mach mal die an. Nein, mach an, nicht aus, Mann! Die Aktion kannst du derzeit nicht durch. Wieso kann ich keinen Lichtschalter anmachen? Bin ich froh, dass ich nicht beginnen muss mit dem Spiel, ey. Dieser eine steht in der Early Access Version des Spiels nicht zur Verfügung. Ah, okay, gut, da sehen wir es. Ah. Der Verstand deines Charakters beeinflusst dein Spiel entscheidend. Unter anderem wird der Verstand deines Charakters deutlich verwirrt, wenn du zu lange in der Dunkelheit herumstehst. Der Zustand des Verstandes deines Charakters wird unten links auf dem Bild, auf dem Gehirnsymbol angezeigt. Auf dem Bildschirm. Auf dem Bildschirm, auf dem Gehirnsymbol angezeigt. Je deutlicher dein Gehirn zu sehen ist, desto verwirrter ist dein Charakter und es könnte gefährlich werden. Das Symbol einer roten Wolke wird angezeigt, wenn du dich in einer Stresssituation befindest, die deinen Verstand deines Charakters beeinflusst. Also gut. Also das heißt, im Dunkeln bist du dumm? Also verwirrt. Dumm und verwirrt ist jetzt nicht dasselbe. Ja, da stand doch dumm. Ah, jetzt geht's. Ah, oh. So, hast du gesehen? Was hängt denn da an der Wand? Ah, das ist so eine Katzenuhr. Was war das? Mal zurück. Nicht rückwärts, gehen wir mal Lichtschatten an. Mann. Das Licht ist an, ich habe hier angeschaltet, ich habe nichts ausgeschaltet. Achso, und links noch? Links ist noch ein Lichtschatten. Ach, schon besser. Links oder rechts? Ja, wenn ich die Wahl habe, gehe ich ganz sicherlich in den Keller, mein Freund. Was? Schon wieder? Oh, unten links, jetzt sieht man's. Du wirst dumm. Nein, das ist Stresssituation, glaube ich. Wenn diese rote Wolke kommt, hat er gesagt. Während des Spiels treten immer wieder paranormale Ereignisse auf. Du solltest lernen, sie zu erkennen, da sie deinen Fortschritt behindern und deinen Verstand deutlich verwirren. Die Anzahl der paranormalen Ereignisse hängt davon direkt von dem Zustand deines Verhaltens ab. Verstandes ab. Verstand. Also je verwirrter wir sind, also je deutlicher die rote Wolke unten anscheinend zu sehen ist, desto mehr treten so paranormale Ereignisse auf, wie die Lampe eben. Die ist einfach ausgegangen oder kaputt gegangen. Get your sunscreen towels out and take your whole family to the beach. Take a day off and show your loved ones how much you care about them on this wonderful vacation. On another note, today we got a special guest with us, and we're going to have a lot of fun with him. His name is Dwayne Anderson. Family. Glühbirnen können verwendet werden, um kaputte Leuchten oder Lampen zu reparieren. Okay, jetzt haben wir die genommen. Ey, grafisch das Game. Schau mal rechts da, gehen wir zurück. Ein Moment, ich wollte hier oben die Lampe jetzt reparieren, die ist doch kaputt gegangen, oder? Ah, geht nicht. Mit rechts halten. Ja, geht nicht, die Glühbirne ist durchgestrichen, halten. Okay. Geht nicht. Das ist die falsche Glühbirne. Boah, wie geil das aussieht, Mann. Richtig. Sieht total echt aus, ey. Ist das vielleicht die Nachbarin dort, oder? Genau, die steht am Fenster und beobachtet uns. Stimmt. Geh mal doch mal zurück dort, wo du warst. Da links war noch so ein Brief oder so. Ach, guck mal, das ist die Familie hier. Sind das die, wo am Anfang? Ich weiß nicht, ob das die sind, wo am Anfang jetzt gestorben sind. Es war doch kein älterer Mann da, oder? Es war doch nur eine Frau. Ja, der, wo die Waffe am Anfang hatte. Das war ein Mann gewesen, natürlich. Ach so, meinst du, der Vater war es vielleicht? Vielleicht war das... Wir müssen hoch, gell? Oh, nee, mach das lieber nicht. Was? Okay. Machst du die Tür zu? Okay, Leute. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr freut euch. Spaß. Ich habe die Tür nicht zugemacht. Ich glaube, da musst du durch, oder? Alter, ist das dunkel. Alter, Scheiße. Oh. Ah, schon besser. Musst du dich entscheiden, irgendwann musst du durch. Was ist das für ein Bild? Wir gehen mal hier lang, oder?
Aufheben. Gefunden. Panda-Bild. Das haben wir jetzt. Ah! Lucys Kapitel. Ein heimtückischer Freund. Ich habe ein bisschen in die Steuerung reingeguckt. Wir können das Inventar mit Tab öffnen. Sehen wir hier dann noch was? Nee. Wichtige Gegenstände. Vielleicht sind das Gegenstände, die einem beim Fortschritt weiterhelfen, so ein bisschen. Hallo? Komm. Liegt da einer? Nee, oder? Das ist ein Kuscheltier. Ich seh's nicht. Oh. Ja, geh noch weiter rüber, vielleicht kannst du dann reingucken. Automatisch. Oh mein Gott, ich dachte, was ist das da hinten? Ey, bitte Licht. Das ist das ekligste Kinderzimmer, das ich je gesehen habe. Mach die Tür zu, Mann. Ich will sie zumachen, ich will die nur nicht zumachen. Gehen in den Schrank rein. Genau, wir gehen in den Schrank. Wir verstecken uns in unserem Bett am besten. Gehen wir da vorne? Was ist da vorne? Wo? Hier? Kannst du Schränke auch? Oh, da ist ein Bild. John und me. Wer ist John? Vielleicht ihr Vater? Nee, ihr großer Bruder. Ihr Freund? Ah, nee, wir haben ja am Anfang gesehen, wenn wirklich die, wo umgebracht worden sind, die Familie ist, die hier im Haus sind, dann gibt es einen größeren Bruder, den John. Ey Leute, das hört langsam auf Spaß zu machen hier. Ihr habt keine Ahnung, was das für eine Atmosphäre in den Ohren ist. Du kannst greifen. Ja, es sind nur Kleider. Und rechte Tür? Kannst du auch aufmachen? Bah, wer weiß. Kannst du Schubladen nachhaftun da? Schubladen? Ja. Warte, ich glaube, da ist jemand. Leute. Oh. Geh weg, Mann! Wo soll ich denn hingehen, Mann? Ich will raus. Geh auf. Wir kommen nicht raus. Geh zum Licht, sonst bist du dumm. Geh zum Licht, sonst bist du dumm. Da ist jemand. Ey. Warte, vielleicht komm ich. Okay. Ach, da war doch gerade jemand. Zumindest ist die Tür aufgegangen, ja? Das ist wieder ein Bild. Was ist das? Knock, knock. Zeig mal. Leute, da hat irgendeiner geantwortet. Oh shit. Das ist die Mary, wo das gezeichnet hat. Mary? Das kleine Kind. Oh, Mary. Mary. Ich kenne Mary. Da antwortet die immer. Okay. Nein! Oh, ich will die Tür zumachen! Mach! Was machst du für einen Scheiß? Oh, wir kommen wieder raus. Die Tür war doch vorhin verschlossen, oder? Ja, die war halt geklemmt, ja. Jetzt kommen wir wieder raus. Scheiße. Nächste Tür. Ey, ich hab bei jeder Tür, die wir aufmachen, mega Angst. So ist wie ein Arbeitszimmer oder so. Ja, so ist Büro. Schau mal, wie viel der Rauch da auf dem Tisch ist. Das. Was steht noch auf der Zeitung? Kann man nicht lesen, ich kann sie nicht nehmen. Warte. Health Director retired from business after 45 years. Ich weiß nicht, was das heißt. Vielleicht solltest du ein bisschen Englisch lernen am besten, ne? Ich kann nicht Englisch lernen, ich bin Zombie-Spieler. Der da ist ein Safe. Ja, der war abgeschlossen. Ach so, ja klar. Verschlossen, es gibt keine Hinweise darauf, welcher Schlüssel hier passt. Okay.
Wo gehen wir jetzt? Gehen wir durch diese Tür? Daddy. Richtig schlimm. Ist die Tür da unten vorher nicht zugewiesen? Da sind wir nicht reingekommen. Ich glaube, du musst offenen Türen vor. Wollen wir wirklich genau das machen, was von uns verlangt wird? Toilette? Tabletten unterstützen deinen Verstand. Sie sind absolut überlebenswichtig. Wenn dein Verstand immer verwirrter wird, dann sind sie der einzige gangbare Weg, um ihn wieder gerade zu rücken. Ah, also wenn wir zu verwirrt... wenn du dumm wirst, kannst du Tabletten trinken, dann bist du wieder normal. Also Tabletten, die isst man und nicht trinken. Nee, aber du hast recht. Ja, wenn wir verwirrt sind, kann trinkt man doch. Mit Wasser. Ja, okay, easy. Man nimmt die mit Wasser. Okay, touché, mein Freund, touché. Jetzt, also, ich bin dumm, oder was? Du bist verwirrt. Okay. Hey, mach doch die Tür zu dir. Ich glaube, da ist jemand. Das ist sicher die Nachbarin. Wo einfach mal nachschauen will, ob alles okay ist. Hallo, Rose. Oh, jetzt habe ich die Tabletten genommen. Egal. Hallo. Leute, wir gehen gleich runter. Ich möchte nur erstmal gerade mal hier oben die Zimmer ein bisschen überprüfen. Dass wir wissen, wo ein bisschen was ist. Mach irgendwo das Licht an, Mann. Das Licht ist an. Wer hängt denn solche Poster auf, Mann? Das ist wahrscheinlich das Zimmer von dem Sohn. Dem Sohn? John. Vom John. Das ist wieder so ein Schrank. Hat der jetzt auch so eine Zeichnung hinten dran? Nee. Nee. Nun. Ey, die Musik ist übel. Nur seine Pornosammlung dort unten. Kannst du das auftauen? Nee, na, ich hab schon wieder Tabletten genommen. Du musst nicht Tabletten nehmen. Ich muss, um das Ganze hier zu erhalten. Was, geh mal da rechts. Ja, ich guck. Mhm. What the fuck? Du bist in Schwierigkeiten. Da ist ein Fernseher. Da unten ist ein Fernseher. Leute, ich glaube, wir müssen da runter. Das ist da hinten, wo die Tür aufgegangen ist. Bist du sicher? Wart ihr wirklich zu, Freund? Ich konnte da nicht rein, das weiß ich, ja. Waren wir in dem Raum schon gewesen? Nee, da hast du nach unten geschaut und da bist du nicht rein. Dann gehen wir noch hier rein. Alles klar. Mach das Licht an. Oh, schon viel besser. Oh, wir haben noch Tabletten gefunden. Die brauchst du. Ah. Kerzen sind stationäre Leuchten, die mit einem Feuerzeug angezündet werden können. Wenn du dich mit einer Kerze in der Hand bewegst, erlischt sie. Sie leuchten lange und dienen als Lichtquelle, die den Verstand deines Charakters bei Sinnen hält. Also gut, die Kerzen können wir mitnehmen und anzünden, aber dafür brauchen wir natürlich Feuerzeug oder Streichhölzer. Da ist nichts. Da kann doch in so einer Hand. Ah, du kannst die Lampe einschalten. Ah. Mehr Licht für so. Ja, da hört die ganze Zeit jemanden Die ganze Zeit höre ich jemanden laufen, ja. Nicht so laut. Ich kann sie nicht langsam aufmachen, leider. Mach doch langsamer auf, Mann. Geht nicht. Ich hab grad gedacht, jemand steht hinter uns. Was haben wir da? Es hat gefunkelt. Ich konnte das jetzt aber nicht nehmen. Hinweis, vermeide es, zu lange im Dunkeln zu stehen. Was ist das denn? Ich glaube, wir haben irgendwas eingesammelt. Stellst du dir etwas vor gerade? Bist du einfach zu blöd? Noch mehr Das. Da oben rechts hat es auch noch, schau mal. Leute, Tabletten. Die brauchen wir hier. Nimm doch die auch schon offen sind, oder? Die gehen nicht. Das wär's gerade. Kann es nicht nehmen, leider. Oh, Alkohol. Alles gut. Das Licht ist aus. Da war noch ein Schrank. Warte, ich will noch schnell durchgucken. Man macht das Licht an. Es geht nicht. Ah, im Schrank. Na, hinter dir war noch so ein Schrank. Ja, da.
Ey, wenn da jetzt etwas rauskommt. Da kommt nichts raus. Boah. Mach wieder zu. Jetzt kommt so ein Klopf, Klopf, Klopf. Was ist das für ein Raum? Ist das dieser Klopfraum? Weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall was Klopfen gehört. Was ist das für ein Durchgang hier? Ah, vielleicht zwischen den Kindern. Ah, tatsächlich, das ist das Kinderzimmer. Zwischen den kranken Kindern. Nee, da ist es. Das ist dieses Klopf. Ist wieder off. Ich lass es. Ich geh runter. Weg, Mann, geh weg. Ich geh jetzt mal runter. Guck, was uns da unten erwartet. Was ist... Da ist noch ein Schrank. Ich dachte, da leuchtet rot dahinter jetzt gerade. Das ist Licht ausgeschaltet. Ich glaube, du musst rennen irgendwo. Ich weiß nicht wohin, aber ich renne. Oh, da ist dieser Fernseher von vorhin. Der macht so, macht so, macht so. Alter, schau mal, wie viel Bierdosen haben. Guck mal, eine Kerze. Ah, warte. Dein dynamisches Inventar ist voll. Kann ich das nicht hier? Das ist zu viele Medikamente. Geht nicht, gell? Nee. Ich würde dann die würde ich dann vielleicht weg. Wie kann man was fallen lassen? Ich nehme lieber zwei Kerzen mit. Ne, warum isst du nicht die auf ganz? Weil die bringen ja nur was, wenn sie leer sind. Ach so, da kannst du sie am Boden nochmal holen. Ja, komm, wir lassen sie jetzt erstmal hier stehen. Ja, entscheide ich jetzt. Medikamente oder Kerze? Er hat die Kerze nicht in die Hand genommen. Oh, guck mal. Es gibt zwei Arten von Gegenständen, wichtige Gegenstände und dynamische Gegenstände. Dynamische Gegenstände werden, wenn möglich, in deinem dynamischen Inventar gelagert. Sie sind in der Regel verwendbar. Behalte dich mit dem Lesen, Mann. Wichtige Gegenstände sind absolut wichtig für den Fortschritt und werden im Inventar wichtiger Gegenstände gelagert. Wichtiger Gegenstände, die wichtigsten Gegenstände gelandet. Oh. Jetzt haben wir ein... Oh. Okay. Jetzt haben wir einen Kellerschlüssel. Ich weiß nicht, du solltest doch... Ja, jetzt nehme ich mal lieber Tabletten. Ach, das ist so ein krankes automatisches Speichern. What the fuck? Stell dir vor, da oben wird jetzt so einer stehen und runter gucken. Warte, ich glaube, du musst weg vom Fenster. Nee, geh weg. Steht da einer? Geh weg vom Fenster. Aber da kommt da was rausgeschlafen. Ist das ein Raum, gell? Irgendein Raum. Da ist doch was. Da steht doch so eine Frau, oder? Ich sehe auch da so schwarze Haare, weißes Kleid. Oder bilden wir uns das ein? Nee, die schauen so irgendwie. Und hier haben wir so ein Lautsprecher ist das gewesen, wo man Musik abspielen konnte. Okay. Kann man nicht aufmachen. Hier unten. Geh mal links da, was gibt's da? Inhalte stehen nur in der Early Access Version nicht zur Verfügung. Ja. Okay. Die haben zweimal das gleiche Sofa, hier einmal und dann hinten am Eingang hatten sie das ja auch mal stehen. Was ist da auf dem Tisch? Ist da so? Zigaretten, Bierflaschen, nochmal so ein Bild. Zwei Kindern. Ja, wahrscheinlich das Sohn und Tochter. Das ist sicher der John und die Mary. Der John, das ist doch die... So der die, John, nein, der ältere ist Sohn. Ist der, na, ich meine die Frau, ist das der Mann oder die das Frau? Das ist die Frau. Die Frau, der Mann. Damals hat man so einen Haarschnitt getragen, mein Freund. Ich weiß, deine Mom läuft jetzt noch so rum, aber alles easy. Was ist da hinten? Das können wir nicht nehmen. Da? Was ist da? Warte, man schaut nicht Fotos im Dunkeln an. Scheint sowas wie Küche zu sein, oder? Oder zumindest ist das ein Esstisch. Auf jeden Fall ist die Lüftung am Dach oben läuft, ne? Wie ist einmal Ventilator? Den Ventilator an der Decke. Ja. Andere an der Decke, ja. Die Lüftung auf dem Dachboden. Das ist immer so eine ganz andere Sache. Nein. Geh weg da. Kommen wir überhaupt jetzt raus, weil ja die Tür eben zugefallen ist? War doch jemand hat doch die Tür gemacht. Ich mach's ja schön langsam, was? Mach gleich wieder so, wenn der kommt, oder? Da kommt nichts, oder? Alles gut. Warte, was haben wir für einen Schlüssel gekriegt? Schau mal im Inventar. Aber geh mal zurück.
Was ist denn das nochmal für ein Schlüssel gewesen? Keine Ahnung, irgendein Schlüssel. Okay. Warte, vielleicht kommen wir damit raus. Geh raus. Klemmt. Es klemmt, natürlich. Ja, natürlich. Es klemmt immer, wenn man einen Schlüssel hat, oder? Waren wir hier schon? Nee. Verschlossen, du brauchst Keller. War das der Kellerschlüssel, den wir gekriegt haben? Ah! Leute, warte mal. Kellerschlüssel? Wir müssen jetzt in den Keller, oder was? Jo. Da gehen wir sicher nicht runter. Du musst. Kellerschlüssel. Nö, muss ich nicht. Da klopft wieder jemand. Ja, mach die Tür noch lauter auf. Oh. Was haben wir? Ah. Dynamisch. Ich glaube, das ist ein Feuerzeug. Feuerzeuge werden als kleine Lichtquelle verwendet, um das Haus zu durchsuchen. Sie halten nur eine begrenzte Zeit. Ich kann mich nicht konzentrieren. Sie verhindern nicht, dass die Spannung aufbaut. Wenn du mit einem Feuerzeug im Dunkeln stehst, ey, ich hoffe, da kommt jetzt nichts. Wirkt sich das negativ auf deinen Verstand aus. Du kannst Kerzen damit anzünden. Schneller, Mann! Mach den Scheiß aus. Ah, okay, musst gedrückt halten. Okay, Leute. Bist du Keller oder anderen Raum gehen? Geh mal da links. Ich glaube, das ist schon ein bisschen. Ob ich Keller oder anderen Raum gehe? Ja. Mein Freund, du gehst jetzt in den Keller. Nee. Wir wechseln schnell, der Synix ist jetzt dran. Also, meine Lieben, wir haben jetzt gewechselt. Der Synix hat gesagt, er möchte unbedingt in den Keller runtergehen. Also, ich komme in einer halben Stunde wieder, gell? Nein, ist okay. Also, meiner Meinung nach würde ich lieber hier gehen, aber irgendwie ist da auch noch was. Das ist sicher die Nacht. Alter, warum machst du nicht das Radio aus hier? Zieh den Stecker raus. Muss ich jetzt nee, echt in den Keller? Geh mir runter in den Keller, scheißegal. Mach ich mal das Licht an? Ist an. Oh, schau mal. Denk dran, dass das Feuerzeug nicht lange hält, gell? Sonst mach's aus, wenn du es nicht brauchst. Oh, da ist die kranke Mary. Und der kranke Vater John. Die Mary ist ja nicht krank gewesen. Und der kranke Hund? Und jetzt ist auch noch der Hund krank. Ja, wieso sind so viele Medikamente hier? Vielleicht für alle, oder? Ey, mach schnell, dass das Feuerzeug nicht leer wird. Warte, das ist so. Ja, das ist so, mach schnell, es ist so dunkel hier. Bist du hier? So dunkel, Mann. Nee, da ist wieder so ein Fernseher. Das ist der Raum, den wir vorhin oben im Fernsehen gesehen haben. Sag mal, was steht auf dem Zettel? Was ist das für ein Geräusch? Put the toys back in their place. No gelling. Close the TV when leaving the basement. Ask Dad for the key if you need something in the storage room. Mach mal zu, bitte. Oh. Ich werde es schnell lesen. Don't try to go in the locked rooms. Don't turn off the monitor. Have fun. Vermeide es lange im Dunkeln zu stehen. Ja, das weiß ich auch schon. Was ist links? Was ist links von dir? Links von mir? Da. Also etwas, wo ich nicht sehen will. Mach mal aus. Das ist scheiße. Da ist was drin. Oh, scheiße. Ich will da nicht rein. Ey, du musst da rein. Ohne Scheiß. Was war das? Warte mal. Warte, lass mich mal. Hörst du das? Hörst du auch dieses... Hörst du das? Kannst du die aufmachen? Ich will da rein.
Warte, da war's drin. Guck mal rechts, ja. So ein Sammelgegenstand wieder. Ja. Ja. Super. Warte mal. Ich hör mal so ein... Ja, ich hör's auch. Von links. Geh mal gucken. Der Fernseher ist wieder an. Mach den Fernseher aus. Egal, den musst du ausmachen. Die Kamera ist... am Spinnen. Mach den Fernseher erst aus. Nein, du hast gestraft. Turn not off that monitor. Stimmt. Alter Schwede, Mann, ich schau den Scheiß hier. Du hast keine Hand frei. Ich kann eine Kamera mitnehmen. Warte mal. Dann muss ich ein Medikament auf den... Wie machst du das mit? F. Und dann linke Maustaste, okay. Genau. Kannst du die nehmen? Die kannst du nehmen, gell? Der Stand der Inventar ist voll. Und jetzt? Halten. Hast du das gesehen? Geh mal da, ja. Was ist das an der Wand? Links lang. Das Ding ist am Boden. Das ist irgend so eine Spur. Okay. Das ist dieses Monster, was geklopft hat. Oh, ich dachte gerade, da steht was. Oben, siehst du die Spur wieder? Ja. Bist du dumm? Geh doch nicht nach oben! Ist hier drin was? Mach mal Licht an. Ja, warte mal. Kann ich hier... Nee, dann legst du die Kamera weg. Du hast einen Lichtschalter, gerade hier links, guck mal. Ja, aber wie kann ich das hier nehmen? Du hast ja einen Lichtschalter. Bringt mega viel. Oh, Medikamente. Nee, Feuerzeug ist noch wichtiger wahrscheinlich, oder? Du hast eh keinen Platz. Soll ich ein Medikament wegwerfen? Feuerzeug fühle ich mich wohl. Wie kann ich die Kamera auf die rechte Hand legen? Wie? Nee, wie? Bei den Einstellungen habe ich gesehen, du kannst die Hand, die... Drück mal Space. Und jetzt gehst du mit der Maus rüber. Genau. Ah, so ein Switch. Ah, genau. Okay. Easy. Jetzt will ich aber nur noch ein Feuerzeug nehmen, damit ich hier... Aber so kannst du, glaube ich, keine Fotos machen, oder? Doch, rechte Maustaste. Stimmt, okay. Ich glaube, du musst wieder rausgehen, gell? Ich will keine Fotos machen. Warte, wo hast du gesehen? Rechts. An der Decke oben, glaube ich, siehst du die Spur. Nee, da am Boden siehst du sie auch. Der geht doch nach hinten, ne? Nee, hier geht's ja auch um die Ecke. Was für ein krankes Spielzeug. Das ist eine Eisenbahn. Da steht jemand. Steht da einer? Da steht doch jemand, Mann. Es bewegt sich, ich seh's. Hallo? Sei brav. Das ist ein Kind. Geh. Warte, kommt die zu uns? Das ist keine Pistole, die du da hast, das weißt du. Die kommt nicht, gell? Guck nochmal nach. Ich hab so Lampenfieber. Ist weg. Sie ist weg.
ist so ein Raum. Hinter dir? Hinter dir! Warte mal, warte mal. Ich bin mal... Hinter dir! Okay, dynamische Gegenstände für deine Fortschritte sind wichtig, tauchen erneute Lagerraum im Keller. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Du bist extrem verwirrt. Nicht, dass jetzt was passiert. Warte mal, Alter, ich... Hörst du das? Nee, weißt du? Da stand was, ich kann etwas aufbewahren. Die Tür geht hinter dir auf. Ich dachte gerade, da steht ein... Junge! Was ist das? Die Kamera! Du bist verwirrt. Ganz schlimm, du musst ins Licht. Warte mal, warte mal. Du musst ins Licht! Geh ins Licht! Ja, geh wo? Ins Licht. Welches? Das hab ich gemeint! Okay, Leute. Ich glaube, wir tun an der Stelle den Part jetzt beenden. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich und der Sinix auch über ein positives Feedback freuen. Wir werden natürlich auf jeden Fall jetzt gerade einen Anschluss noch weiter aufnehmen, damit ihr auch auf jeden Fall noch genug Parts habt. Und dann macht er weiter. Im Keller. Leute, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend noch. Viel Spaß. Vielen Dank fürs Zusehen. Haltet die Ohren steif. Und willst du auch noch irgendwas sagen? Ciao!